Runde, also die hat nicht gehabt bei mir auf dem Punktzettel nach 4 Runden. Ich habe einen Unentschieden. Rocky, wie steht's bei dir? Ja, ich würde durch die letzte Runde würde ich den Engländer schon vorne haben. Und bei den anderen Runden waren ziemlich ausgeglichen. Vielleicht die ein oder andere für Zeuge, aber insgesamt würde ich den Engländer jetzt schon 10 Vorsprung gönnen. Das heißt gönnen. Verstanden, was werten, du meinst. Also werten, bestenfalls unentschieden. Werten. Wahrscheinlich eine Runde für Fielding vorne. Sowas in der Art. So könnte es stehen. Und deswegen ist klar, dass hier bedarf noch ein paar guter Treffern. Lässt sich das Tape am Handschuh von Zeuge, der ein bisschen die Linie zu verlieren scheint. Hat sie am Anfang auch nicht gleich gefunden gehabt. Jetzt hat er sie in jedem Fall mal verloren. Und gut, dass wir das vorhin mal aufgedröselt haben. Kai Ebel hat das getan. Was musste alles am Ring dabei sein? Da kommt die Schere, die wir vorhin auch gesehen haben und die wir hier dringend brauchen. Na, entscheidend ist für mich, wer die besten Konditionen hat. Weil es sieht aus, als wenn sie beide schon ganz schön schnaufen. Und es wird sich entscheiden, wer härter trainiert hat. Genau. Sieht aber nicht gut aus, der Zeiger. Wenn er nicht wegkommt, der dann da stehen bleibt. Und natürlich baut das den Gegner wie Fielding auf, der dann nochmal mehr probiert. Der auch merkt, hier, da komme ich mit der rechten durch, die kurzen Haken. Der Mann mit den langen Armen bringt die kurzen Haken besser ins Ziel. Hier wieder, da wird er zu leicht getroffen. Diamond Zeuge steht. Wenn er so weiter boxen möchte, kann der Ringrichter den Kampf abbrechen. Weil darf nicht im Stehen anzählen. Ja. Wenn er das Gefühl hat, da sind zu viele Treffer und es kommt zu wenig Antwort, egal von wem, dann kann er nicht im Stehen anzählen. Dann müsste er direkt unterbinden. Kurzer Treffer von Rocky Fielding. Oh, wow, wow. Schwierige Momente für Tyron Zeuge. Und die Fans, wir jubeln natürlich jeden Treffer von Fielding, der auch marschiert, der gut nach vorne geht, der selber auch zum Körper durchkommt. Zeuge versucht zu halten, versucht zu klammern, damit er nicht noch mehr Schläge durchkommt. Er bringt die Hände nicht sauber ins Ziel. Ja, der Kampf ist gleich vorbei, wenn er nichts macht. Schwierige Runde. Hoppala. Gute Linke. Jetzt ist er schwer mitgenommen. Und Fielding kommt dran. Gibt es die Möglichkeit, einen Treffer nochmal durchzubringen. Bringt den linken Haken. Zeuge am Boden. Zeuge am Boden in dieser 5. Runde. Kann er sich davon noch erholen? Nein, kann er nicht. Der Kampf ist aus. Der Kampf ist aus. Das Handtuch fliegt rein. Rocky Fielding ist neuer WBA-Weltmeister. Und er rennt aus dem Ring und er rennt zu seinen Fans. Einer hat ja gerade seinen Titel abgegeben. James D. Gale, IBF-Titel, hat er abgegeben. Anthony Joshua hält mehrere Gürtel. Wissen wir alle, das ist das Ende hier. Guter Treffer zum Körper, voll drin auf die Leber. Zeuge geht runter und dann bespricht sich Jürgen Bremer kurz mit seiner Ecke und entscheidet dann, komm, das macht keinen Sinn mehr. Hier können wir nur oben schauen, da schaut er rüber zu Sebastian Förster, wollen wir es machen, komm, egal. Handtuch ist dabei, werfen wir rein, guckt kurz, wirft dann und Russell Mora sieht es sofort, bricht ab, gute Leistung vom Referee. Zeuge hat dann nochmal versucht, irgendwie einen Volltreffer durchzubringen, aber der Körperhakenleber hat einfach ihm da zu sehr wehgezahnt.